fertig vermeint. Guten Morgen, Leute. Ich war jetzt schon heute Morgen bei einem Termin. Ich musste mein Auto abgeben, weil ich ein paar Probleme hatte. Hab ich vielleicht schon irgendwo mal erwähnt. Auf jeden Fall wird es jetzt gerade wieder inspiziert und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich muss wahrscheinlich mein Auto Ende des Jahres zurückgeben und ja, mal gucken. Ja. Juli und ich gehen am Freitag zusammen in Urlaub und es ist mehr oder weniger eine Überraschungsreise von mir für ihn. Ich weiß, ich bin voll süß. Also ich habe eine Reise geplant für ihn und er weiß nicht, wo es hingeht. Also bis heute noch nicht. Also die Reise ist schon seit über einem Monat gebucht. Oder eigentlich schon länger. Und ja, er weiß nicht, wo es hingeht. Und ich bin mal gespannt, wie es ihm gefällt. Und ich hoffe echt, dass es ihm gefallen wird. Und ich hoffe auch, dass es dort schön sein wird. Ich war nämlich selber noch nicht dort. Ich freue mich schon drauf. Also am Freitag geht's los. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Ich werde noch ein bisschen bloggen. Also gerade wenn wir die Kamera finden, die wir verloren haben, dann werde ich auf jeden Fall bloggen. Aber ja, mal schauen. Weil Kat braucht ja auch eine Kamera zum Vloggen. Und deswegen muss ich mal schauen, also ich habe echt keinen Plan, wo diese Kamera sein könnte. Oh mein Gott, wir haben echt unser ganzes Haus schon auf den Kopf gestellt, um diese Kamera zu finden. Ich habe einfach keinen Plan. Die ist einfach irgendwie weg. Vor Kats Geburtstag haben wir, also viele haben auch geschrieben, ob wir mal in Jacken geguckt haben. Ja, wir haben auch in all den Jacken geguckt, also in den Jacken ist es auch nicht drin. Gleich gehe ich einkaufen. Ich gehe wahrscheinlich einfach in den Lidl. Weil da gibt es nämlich ganz schöne Pflanzen. Ich weiß nicht, ob es im Aldi auch gibt. Aldi wäre näher zu uns. Weil ich möchte so Pflanzen kaufen für mein Zimmer. Vielleicht fahre ich auch zuerst zum Aldi und dann zum Lidl und gucke da einfach. Oder ist es sinnlos? Es ist jetzt fast 12 und die Jungs kommen zum Mittag, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Leo kommt, aber Juli kommt auf jeden Fall. Ich werde was aus Instagram nachkochen. Das allererste Mal, ich habe es bisher noch nie probiert. Habt ihr schon mal, ihr habt bestimmt auch schon mal diese Essensrezepte-Dings-Videos auf Instagram gesehen. Also ich folge zum Beispiel BuzzFeed Tasty und die machen echt ganz gute Rezepte. Aber das Rezept, was ich... mal kurz. Das Rezept, was ich nachkochen werde, gibt es auf Proper Tasty Instagram-Account. Das ist dieses Gericht hier. Das heißt Sticky Chinese Barbecue Chicken. Ich probiere das jetzt mal aus und mal gucken, ob das auch wirklich so funktioniert wie in dem Instagram-Video. Ich habe es noch nie ausprobiert. So, ich habe jetzt dazu ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar muss ich erstmal dieses Hähnchen hier frittieren. Hier sind zwei Eier drin, hier Mehl. Das werde ich da vorher quasi panieren und dann braten. Ich habe jetzt 2 Esslöffel Sojasauce und 2 Esslöffel Rotweinessig hinzugefügt. Jetzt kommen noch 2 Esslöffel Tomatenmark, Gemüsebrühe und dann kommt das Fleisch rein. Fertig! Sieht schon mal ganz gut aus. Bin gespannt, ob es auch wirklich schmeckt. Also ich habe es ein bisschen probiert und ich finde, es schmeckt bisher ganz gut. Aber ich habe es noch nicht zusammen mit dem Fleisch probiert. Ja. So, Mila, weg da. Dann haben wir dazu noch Feldsalat. Und wir haben Feldsalat ohne Dressing, weil wir machen das hier rein. Sesam-Dressing. Ich habe ein Experiment auf euch vor. Ja, ich habe ein Instagram-Rezept nachgekocht. Und schmeckt Leo? Schmeckt nice. Das ist Hühnchen, oder was? Ja, das ist Hühnchen mit, paniert. Mit so süß-sauer-Chili-mäßig Soße, also keine Ahnung. Und riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja.
Wir haben jetzt fertig gegessen und es war echt mega lecker. Also ich bin irgendwie voll positiv überrascht, dass es so gut geklappt hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr öfter sowas sehen wollt in unseren Vlogs, wie wir so Instagram-Rezepte nachmachen oder allgemeine Rezepte. Bei den Instagram-Rezepte-Videos habe ich mich voll oft schon gefragt, ob das wirklich so gut schmeckt, ob das so klappt, weil das sieht halt alles so einfach aus und ja, deswegen, aber es hat echt gut geklappt, also. Jetzt habe ich mich gerade fertig gemacht, beziehungsweise geduscht und ich werde jetzt mich noch ein bisschen schminken und dann werden wir ins Büro fahren, haben noch voll viel Papierkram zu erledigen, richtig, richtig viel und weil wir müssen alles noch vorher erledigen, bevor wir nach Kitzbühel fahren, also Kitzbühel. Wir fahren nämlich am Mittwoch dorthin und bleiben dort bis Donnerstag. Und am Freitag geht es ja zur Überraschungsreise von Juli. Ja. Yay, wir waren gerade im Büro, haben noch so Buchhaltungszeug gemacht. Jason ist auch gekommen. Nur einen Tag vor Heidis Auftritt erwischen Fotografen Vito Schnabel am Flughafen in New York. Ich habe auch nochmal gekauft. Gleich gut. Also Leute, wie ihr sehen könnt, werde ich gerade, also schminke ich gerade Jessa, die heute machen wir ein Probe-Make-up, weil sie ja bald heiraten wird. Und ich werde sie an dem Tag schminken und ich werde an dem Tag eh alles machen. Ich werde fotografieren und Videograf spielen und so. Also, ja. Und heute machen wir so ein kleines Probeschminken. Mal schauen, was sie zu ihrem Make-up sagt. So, so sieht sie jetzt aus. In dem Licht sieht man es nicht so ganz genau, aber ich hoffe, sie ist zufrieden. Ja. Nice. Auf ihr, also an der Hochzeit werde ich auch noch so Einzelwimpern draufkleben. Solche. Und Catrice halt. Und dann, ja. Aber ich weiß noch nicht, was sie denkt. Weil sie begutachtet sich sehr. Was denkt sie gerade wohl? Mag sie es oder nicht? Okay, es gibt jetzt Essen. Und zwar haben wir hier so Toskana gemacht. Hallo! Und dann haben wir hier noch Lumpia, Frühlingsrollen, Salat, Reis. Genau. Und das. Guten Appetit. Die fühlt sich jetzt gerade richtig so mit Make-up. Und Leo müsste jetzt auch bald kommen. Leo ist da! Hallo. Spaß, Alter. Du bist ein Spaß. Ich bin ein Spatz. Ein Spatz. Weißt du noch, eine alte Klassenkameradin hat sich voll über... Das war Garcina, hat sich voll über David aufgeregt. Und hat gesagt, boah, David, du Spaß! Und dann hat der Lehrer gesagt so, Sina, was hast du gesagt? Spatz! Weiß ich gar nicht mehr. Dort finden sie eine Philippine. Ihre Freundin, ihre... Wir gehen morgen. Oh, sie hat uns gesehen. Okay. Haltet dich zurück. Okay. Hoffentlich hört sie es nicht. Okay, jetzt. Oh. Sie versucht, Männchen anzulocken. Das ist ihr Walzruf. Das ist geil, jetzt kann ich noch kein richtiges Deutsch. Jetzt können wir mal, ich esse gerne Ellenbogen. Wir warten jetzt gerade, bis Anna wieder zurückkommt. Sie war Wimpern auffüllen. Sie fährt jetzt gleich zurück. Wir müssen so eine Stunde da, also. Ich kann noch lange warten. Warum warten wir eigentlich? Weil in der Not frisst der Deutsche. Gut. Aber das reimt sich. Das war gut, gell? Nein.
Wie geht? In der Not frisst der Teufel. Flieger mit Filipinas. Was fliegen? Flieger mit Filipinas. Wenn es nichts anderes da ist, dann ist der auch fliegen. Ja, dann ist es besser, wenn man sagt, in der Not fliegt der, ist der Teufel auch gerne Kot. Weil Kot ist noch schlimmer als fliegen. Guck, macht keinen Sinn. Sprichwörter machen einfach gar keinen Sinn. Ich bin wieder back. Kat und ich haben uns gerade die ganze Zeit X-Faktor angeschaut. Die ganze Zeit. Und ihr wisst jetzt, was kommt. Genau. Unsere Performance. Jetzt haben wir gedacht, also wir haben jetzt mal kurz ein Lied geschrieben. Weil wir haben voll viele so schöne Lieder geschrieben und gedacht, kennt es auch. Mhm. Okay. Und viel Spaß. Kommt nächste Woche raus. Okay. If I were a cat, I would play every day. I would play with all my sisters, and that's the only sister. Nein, sie ist falsch gesungen. Guck mal, das geht so. Wie geht's denn? If I were, if I were a cat, I would play every day. I would play with my only sister, and that's the only Mila I have. You want a song? Drink milk with the cat. Drink milk with the rabbits. Their name are Bubble and Bubbleina. They are always outside and are so mild and free. Wild and free. If I were a cat, I hate my parents. Anna and Kat are so mean to me. Always snuggle with me. I hate my life. I wanna die. I just wanna be like the rabbits. Young, wild and free. Wild and free. They're just outside and nobody cares. They're just hopping in the cavity and just hopping every day. Okay, ich weiß, every day. Okay, nächstes Lied. Say something. ich hätte jetzt gesagt, Dings, the club isn't the best place to play. The house isn't the best place to play around. But outside, it's all I know. Me and my best friend, Bubbleen Bubbleen. Auf jeden Fall hat er auch eine the hardest song ever gesungen. Und zwar, wenn der Akku ausgeht, habt ihr noch Glück. Okay, ich fang an. Share my life, take me for what I am. 'Cause I'll never change all my colors for you. All that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Ja,
macht's gleich. Ja. Ich dachte auch so, bitte nett. Ich war schon so, bitte nicht das Blut auf mich. And you got me like a, what you want from me. And I tried to buy you pretty hard, but the price too high. Baby, you got me like a. Wenn Akku leer geht, dann sagen wir mal Tschüss für heute und viel Spaß mit der Show. Tschüss. Come on. Ich kann das gar nicht. Ich auch nicht. Okay. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical things define what's within. I've been there before, but life's a bore. So of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If I ain't got you, baby. I just want you close, where you can stay. You can be sure, woo, that it will only get better. You and me together, through the days and nights. I don't worry, girls, everything's gonna be alright. People keep talking, they can say what? Nein, I get schon weg. Weil sie dieses Geschrei nicht ertragen kann. Ihre Ohren tun so weh. Sie lässt gerade ihre Wut raus. An dem Sessel. Bitte hör auf damit, der wird auf cool tun. Ich weiß, du findest es scheiße. Guck uns doch nicht so schief mit den Augen an. Ja, geh jetzt doch einfach und halt mich an. Was soll die Scheiße? Verpiss dich doch. Verpiss dich doch. Die Arme, Alter. Jetzt kommt wieder ein selbstkomponiertes Lied. Der Akku hält sehr lange. Der Akku hält lang. Ihr wollt noch lange zuschauen. Okay. Zugabe, okay. Juli und Leo haben gezockt und jetzt sind die hochgegangen, diese kleinen Bitches. Mehr unseren Gesang ertragen. Deswegen sind sie hochgegangen. Die wollen, dass wir aufhören und zu denen nach oben gehen. Aber das kann die völlig knicken. Weil wir haben keinen Bock auf sie alle.
Ich hab keine Lust, jetzt schlafen zu gehen. Es ist doch erst 12 Uhr. Was sollen wir denn so früh im Bett? Ach, Scheiße, was kann ich noch singen? Ich weiß es nicht mehr. Der Akku geht einfach nicht aus. Ich dachte, es wäre ein schöner Abgang. Aber die Zuschauer.